Ich grüße euch ganz herzlich zurück, mein Lieben, bei Elden Ring. Wir sind in der Kristallhöhle der Akademie. Und ja, um hier reinzukommen, haben wir zwei Scheinschwertschlüssel benutzt. Das heißt, ich erwarte eigentlich guten Loot hier. Oh, das ist eine... Das ist eine Ratte. Ich erwarte irgendwas Gutes. Oh, mehr Ratten. Mal schauen. Vielleicht ist es auch ein bisschen größeres Dungeon. Das wäre schön. Warum ist da ein blauer Strahl? Oh. Aha. Oh, vielleicht kommen wir von hier aus hoch. Ich meine, es ist... Vielleicht kommen wir von hier aus an den Loot ran. Den ich mal markiert habe. Ich meine, es ist jetzt sehr, sehr, sehr optimistisch gedacht. Aber vielleicht. Okay, was zur Hölle bist du? Oh, okay, einer von euch. Oh, du hältst was aus. Autsch. Wow, du machst Schaden. Ohne Ende. Wow, viele von euch. Irgendwie hat nur die erste so viel ausgehalten. Die anderen gingen dann relativ schnell down. Mehr Moos. Kuckuckschimmerstein mal 5. Nichts sonderlich Beeindruckendes. So. Dann haben wir noch mehr Moos. Ohne Moos nichts los. Der war schlecht. Okay, wo geht's hier weiter? Hier denke ich mal. Also ja, die Fackel bringt wesentlich mehr als die Laterne hier. Okay, wir haben zwei Steinschlüssel benutzt. Mehr reinzukommen, einen kriegen wir wieder. Aber das war hier noch nicht alles. Was haben wir übersehen? Es hatte viele, viele scheinbare Wände. Ich denke mal, ich habe in dem größeren Raum hier was übersehen. Da gibt es bestimmt noch einen zweiten Ausgang. Hier sind wir hergekommen, oder? Da müssten irgendwo tote Ratten rumliegen. Nein? Das Moos ist weg. Doch, da sind die toten Ratten. Okay. Gut, also hier sind wir hergekommen. Wo geht's weiter? Hinten war ein Dead End, ne? Einfach einmal zuhauen, zur Sicherheit. Was haben wir hier? Warum ist das so nebelig? Ha. Warum sind wir da schon lang? Ich glaube nicht. Ich glaube, hier können wir weitergehen. Ja, tatsächlich. Okay, hier waren wir noch nicht. Ich denke noch nicht, dass jetzt direkt der Boss kommt. Aha. Aha. Wow. Okay. 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 Der oder die meint's ernst?
Den blöden haben wir getushortet. Boah, das Ding hält auch was aus, meine Fresse. Okay. Also um den Faden so wirklich zu finden, braucht man halt schon, die Fackel. Aber wenn man einfach nur kämpfen möchte, dann reicht die Laterne eigentlich aus. Okay. Hier hinten. Wir müssen nicht alle töten. Autsch. Wir sollten zumindest sicherstellen, dass wir nicht krepieren. Okay. Autsch. Boom. Können ihn auch nicht staggern. Au. So, das reicht jetzt mal, ne? Au, was war das? Ein Kopf? Smasher? Wow. Da bin ich mich... Au. Da kommt ein zweiter. 400 Runen nur. Bisschen dürftig. Ein Weinkeller. Da ist der Boss. Gucken wir uns erstmal den Weinkeller an. Keine Statue von Marika. Na, schade. Aber der Weg hin geht einigermaßen. Das ist nicht das Ende der Welt. Aha. Komme ich an dich ran? Okay, das ist, gerade ein bisschen schlecht. Aha, wow. Das war super Glück. Selbst hier gibt's unendlich scheinbare Wände. Einfach mal random draufgehauen und eine gefunden. Da ist noch eine Kiste. Ein Kristallstab. Ich denke mal nicht, dass wir den verwenden können. Kristallschwert. Wir müssen weiter runter. Nope. 48 Weisheit. Hat aber dafür ein B und verstärkt Kristallianer-Zaubereien. Schimmerkling-Zaubereien, Karia-Schwert-Zaubereien. Die verstärken alle gar nichts. Verstärkt Anrufungen der Götterskalpe. Gurank-gelehrte Anrufung, Drachenkommunikation. Wir brauchen irgendeine für dieses... Das Ding, was wir halt, die Blutflammenklinge, die wir halt ausgerüstet haben, ne? Okay, gucken wir uns den Boss an. Wir haben nicht mehr so viel. Aber... Okay, Dual Boss Fight. Okay, die nehmen keinen Schaden. Das ist schlecht. Okay, weg, 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 weg. Autsch. Ich hoffe, ich weiß nicht, ob ich die
Waffe wechseln kann. 2, 3. Und dann ist fertig. Oh. Ich bin noch im Dual-Wield-Mode. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay, es würde gehen. Ich weiß nicht, ob das Sinn und Zweck der Sache ist. Okay, die bringen gar nichts. Ich vermute mal, hier müsste man irgendwie was Zaubertechnisches haben. Oh. Okay, oder so. So geht's auch. Ach, jetzt nimmst du Schaden. Warum nimmst du jetzt Schaden? Okay. Und dann geht der zweite ein bisschen Enrage. Ist jetzt fraglich. Vielleicht war das Blutungsschaden? Weil das, das dicke Schwert hat ja Blutung mit dabei. Ha. Sehr interessanter Bossfight. Die KI bei denen ist jetzt nicht so pralle. Also die helfen sich gegenseitig nicht so wirklich aus, sondern jeder macht so ein bisschen sein Ding. Ungeachtet davon, was der andere tut. So, hier wieder durch. Au! Autsch. Schnell hier rein. Okay, hinterm Pfosten stehen. Meine Güte. Eins. Oh. Habe ich den Spezialangriff versemmelt? Irgendwie haben die einfach so ein bisschen ein... Ich weiß nicht, vielleicht eine gewisse Panzerung. Jetzt fängt er an zu zaubern. Daneben. Aber ja, wenn man die Panzerung mal durchbrochen hat, dann fressen sie super gut Schaden. Man kann sie sogar staggern. Wow. Und weg mit dir. Ich weiß nicht, vielleicht ist das Schwert ein bisschen OP, aber die anderen Waffen haben auch irgendwie so ein bisschen an den Gegnern abgeprallt, habe ich das Gefühl gehabt, ne? Okay, war jetzt nicht... Oh, da gibt's noch... Da gibt's vielleicht noch was. Ein Aufzug. Okay, gucken wir.
Ich denke mal, wir kommen zurück in die Stadt hoch, ne? Vielleicht, können wir noch ein paar lose Enden abdecken. Nicht wahr? Boah, das geht weit hoch. Das geht weit hoch. Akademie von Rhea Lucaria. Wo sind wir? Nicht den leisesten Schimmer. Oder das ist ein Alternativpfad in die Akademie rein. Das könnte natürlich auch sein. Eine Kiste. Was haben wir? Terra Magica. Also relativ viel Zaubergedöns. Was ist neu? Die zwei, ne? Kristallexplosion. Erschafft eine Kristallmasse, die kurz darauf explodiert und ihre Splitter in einem Hagelsturm über ein großes Gebiet verteilt. Hochrangige Adepten der Kristallianer bevorzugen diese Zauberei, von manchen auch Kristallsonne genannt wird. Dann haben wir hier Terra Magica. Zeichnet ein Siegel der Akademie auf dem Boden, verstärkt so die magischen Kräfte aller, die in dem Siegel stehen. Einst wurde dieses Siegel vom höchsten Glockenturm der Akademie gewirkt. Ich denke mal, da stehen wir gerade. Und umfasst ihr gesamtes Gelände. Dieses Siegel selbst ist so mächtig, dass es einen kurzen Augenblick absolute Neulinge mit so viel Wissen erfüllt, dass sie zu wahren Zauberern werden. Vielleicht hätte man das unserem Kollegen geben können, der jetzt tot ist. Hier drüben war das andere. Ich glaube, hier ist sonst nichts mehr. Ja, es war einfach nur für diese Zauberei. Naja, dann hätten sie sich eigentlich den Aufzug auch sparen können und uns das, die Kiste auch unten einfach reinpacken können. Nicht wahr? Das war jetzt ein bisschen sinnlos. Und enttäuschend. Es gibt viel zu viel Zaubergedöns hier. Also wer ein Magierbild spielt, der wird wohl seine wahre Freude daran haben, aber für mich jetzt eher nicht so toll. Ach, wir hätten auch einfach... Was mache ich denn? Wir hätten auch einfach porten können. Von oben. Ist ein bisschen dumm, jetzt nochmal runter zu gehen, ne? Ein bisschen sehr dumm. Okay. Was haben wir noch? Also, die Kristallhöhle der Akademie ist dann wohl abgeschlossen. Ich denke, wir gehen als nächstes in den Brunnen hinein. Damit, das geht jetzt wieder hoch, ne? Ja, hier ist wohl ein... Soll ich noch nach scheinbaren Wänden abschauen, nachschauen? Die Boss-Arena war eigentlich ziemlich geil. Aber, naja. Ich weiß nicht genau, was ich von den Bossen halten soll. War ein bisschen strange. Aber gut. Wir sind zurück. Beim Ausgang. Und dann würde ich sagen... Ja. Jetzt können wir uns eigentlich porten. Ich denke, ich werde das hier auch wegnehmen. Ne? Das verwirrt sonst nur. Okay. Ich denke, für den Moment sind wir hier durch. Abgesehen von dem Teil, wo ich immer noch nicht genau weiß, wie wir hier hochkommen. Ich werde wahrscheinlich mal nachgucken, ob ich irgendwas übersehen habe. Damit wir wissen... Hätten wir hier schon hinkommen sollen oder gibt es tatsächlich irgendwie eine Möglichkeit, hier das Wasser abzulassen und hier geht es dann irgendwie hoch? Das wäre auch eine Möglichkeit, weil all das hier war bisher unzugänglich. Und das ist eher etwas untypisch, weil ne, hier war das alles zugänglich, die Küstenregion. Von dem her, das ist strange.
Wir wissen auch immer noch nicht, was es genau mit dieser Sellen auf sich hat. Ich denke, wir müssen mal gucken, ob wir die Quest von diesem Seluvis irgendwie machen können. Aber ich habe keine Ahnung, wo die Person ist, der wir den Trank geben sollen. Von dem her denke ich, wir gucken jetzt einfach mal, nachdem das Rani uns aufgetragen hat. Also wir sollen ja mit, wie hieß der Typ? Der Wolfsheini zumindest. Ich werde mich hier nochmal ein bisschen genauer umsehen, weil wir sind hier relativ früh reingekommen, als unser Power Level noch ein bisschen dürftig war. Und ja, das soll sich jetzt ändern. Das heißt, wir haben hier bestimmt vieles übersehen. Ich bin einfach durchgerannt. Ich habe die nächste Gnade gesucht. Ich habe sie damals auch gefunden. Ne, wir haben die zweite. Aber wir haben zum Beispiel keine Karte. Und da wir für das andere unterirdische Gebiet eine Karte gefunden haben, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass es hier auch eine gibt und wir die einfach nicht gefunden haben bisher. Ich glaube, hier war wahrscheinlich Loot. Gibt es natürlich vieles hier, das... warte mal, ist da unten was? Vieles hier, das wir schon mitgenommen haben. Nee, das ist nichts, ne? Nee, okay. Gut. Oder auch nicht. So, dann haben wir hier Gegner. Lass mich die Laterne ausrüsten. Okay, die sind jetzt nicht mehr so stark. Wobei, vielleicht sollten wir die andere Waffe ausrüsten. Ich denke, das macht fast mehr Sinn. Weil dann machen wir hier ordentlich Schaden. Gegen die... Ja, guckt euch das an. Machen ziemlicher Unterschied, nicht wahr? Man kann hier auch gut cleaven. Also ich glaube, die Waffe ist hier ziemlich prädestiniert für dieses Gebiet. Au. Einer weniger. Die lassen sich überhaupt nicht staggern. Tonmenschen-Harpune. Okay. Was ist das für eine Waffe? Eine Harpune. Okay, lass uns, können wir das nur im Inventar sortieren, oder wie läuft das? Also, das müsste jetzt ganz unten sein. Hier. Eine Harpune, die Spitze besteht aus einem geschärften Meteoritenfragment. Diese Waffe stammt von den Tonmenschen, die in den Ruinen der Dynastie hausen. Die Klinge leuchtet schwach und verursacht Magieschaden. Okay. Sonst nichts Spezielles. Okay, die Fackel habe ich nach wie vor. Ich glaube, hier ging es ziemlich weit das Loch runter. Irgendwo, oder? Nee? Okay, dann rennen wir erstmal weiter hier. Erstmal Perimeter außenrum. Zu sehen, ob irgendwie noch Höhlen sind. Es kann natürlich sein, dass hier irgendwo eine scheinbare Wand ist. Aber das Gebiet ist viel zu groß, um jeden Mist zu testen. Das heißt, wenn nichts verdächtig aussieht, dann ha.
Das sieht wie eine Tür aus. Sind dann das wohl die Tonmenschen? Au. Die Range von dem, ne? Die sind so langsam. Ach, jetzt haben wir natürlich auch den Life Leech nicht mehr, ne? Wobei eigentlich, ich dachte, der kommt von unserer Rüstung, aber. Ich könnte natürlich die anderen Waffen auch aufwerten. Das wäre auch eine Möglichkeit, aber. Wow. Ich will noch ein paar Low-Level-Waffen behalten. Wow, die Reichweite von denen. Zwei weniger. Und wir kriegen hier Heilung wieder zurück. Zählt also nicht als Dungeon. Würde ich zumindest mal so interpretieren. Also was hinter dem Wasserfall? Nee. Wir könnten uns natürlich auch zu dem Ziel hinporten, aber wir wollten ja eigentlich schon länger mal hier das unterirdische Gebiet ein bisschen genauer durchsuchen. Ich glaube, jetzt ist, ist wahrscheinlich die richtige Zeit dafür, oder? Oh, stimmt, ich kann ja auch backstabben. Die lassen sich sehr einfach backstabben. So, nimm mal den hier. Aber braucht immer noch zwei Hits für die. Ja, das hat Schaden gemacht. Boah, hier sind viele von den Typen. Wahnsinnig viele. Vielleicht sind wir immer noch ein bisschen früh dran. Okay, dann du. Wie er einfach in Slow Motion angreift. Okay, wir werden langsam so ein bisschen umzingelt. Das ist, das wird ungemütlich. Sehr viele Gegner. Ich versuche ein bisschen an den Rand zu kommen. Okay, so weit, so gut. Der nächste bitte. Ein Backstab und ein schwerer Angriff reicht aus. Oh. Okay, das haut die sogar ziemlich zurück. Oh. Was war das? Der hat mich so ein bisschen zu sich hingezogen. Zwei weniger. Ein silbernes Glühwürmchen. Okay, sind nicht mehr so viele. Ich will die einmal alle aus dem Weg haben. Und dann haben wir das Gelände für uns. Au. Ich denke, wir kriegen nachher wieder eine Aufladung. Da, weg mit dir. Bist du der Letzte? Oh.
wollte eigentlich einen Backstab machen. Nein, da drüben ist noch einer. Oh. Und hier sind auch noch ein paar. So, plus ein richtig schwerer. Und dann werden sie sogar ein bisschen gestaggert. Da ist noch einer. Wow. Ist ein bisschen übertrieben, ne? Was die Anzahl an Gegner anbelangt. Vor allen Dingen, da die ja nicht gerade sehr wenig aushalten. Wir haben keine Flaschenaufladung gekriegt. Das sagt mir, dass irgendwo noch einer ist. Das ist die Frage, haben wir... Vielleicht hier unten am Eingang? Nee? Haben wir alles aus dem Weg geräumt? Sieht so aus. Können wir hier eigentlich reiten? Wir können. Nee, wir können nicht. Doch, wir können. So, wo ist noch einer? Ja, wir haben hier natürlich den. Wir sind einmal kurz durchgerannt, haben den ganzen Loot, der offensichtlich war, bereits eingesammelt. Frage ist, ob wir hier schon waren. Was zur Hölle ist das hier hinten? Gold-Tausendfüßler, das ist was Neues. Ist das hier? Tatsächlich. Ein Fetisch der Fundamentalisten der Goldenen Ordnung, der besonders hoch von Jägern geschätzt wird, die jene zur Strecke bringen, die im Tode leben. Findet man bei Kirchen und ähnlichen Bauwerken. Ha. Huh. Frag mich, ob wir von den Dingern schon ein paar übersehen haben. Scheint eher rar zu sein. Vielleicht kann man das irgendwie verwenden. Ansonsten ist hier nichts. Da oben ist ein Item. Schauen wir mal, ob wir da irgendwie hochkommen. Wobei. Ich kann es auch mal versuchen zu markieren. Was soll jetzt das hier? Ach, ist nur geschmolzener Pilz. Ja, das auch, sieht aus, als wäre ein Vogelchen da. Okay, ich weiß nicht, ob das. Doch, man sieht das hier. Ich geh mal hier hin. Das Solo. Jetzt ist es wieder weg. Merkwürdig. Ich verstehe nicht genau, was das, wie das mit den Dingern funktioniert. Teilweise verschwinden sie. Und dann kommen sie plötzlich wieder. Dass sie sieht. Bisschen brüchig aus, aber ist nichts. Hm. Okay, das Item müssen wir jetzt natürlich kriegen. Ansonsten war das Ganze, was wir gemacht haben, umsonst. Schauen wir mal, ob wir... Rips. Vielleicht von hier da irgendwie rankommen. Oh, da ist noch was. Oder ist das das, was wir gesehen haben? Sprießendes Horn, das ist auch was Neues. Nein, das ist nicht das, was wir gesucht haben. Sprießendes Horn. Nee, von denen hatten wir schon ein paar. Hä, wo war dann das andere? Seht ihr, jetzt würde ich ganz gerne die... mein eingezeichnetes... meine Markierung sehen. Aber ist nicht. Überleben wir das? Ja, einigermaßen. Hm. Das Item ist immer noch da. Warum ist die Markierung weggegangen?
Ah, Spiel. Und jetzt geht's wieder weg. Warum? Ha. Huh. Ah. Das sowas ärgert mich. Das ist komplett unnötig, dass das so friemelig ist. Ich weiß nicht, warum das jetzt passiert. Wir müssen irgendwie einen Weg da hochfinden. Vielleicht kommen wir auch später hier zurück. Ist durchaus möglich. Oder wir müssen irgendwie über diese Säulen gehen. Führt da ein Weg oben drüber? Schwierig zu sagen. Guck nochmal von der anderen Seite. Und sonst lassen wir es. Und wir haben halt auch keine Map. Vielleicht sehen wir mehr, wenn wir eine Map haben. Ja, dieses Ding da. Müssen hier irgendwie rein. Damn it. Tut mir leid, ich versuche gründlich zu sein. Ich versuche, wenn ich ein Item sehe, versuche ich das auch zu kriegen. Okay, wo auch immer wir jetzt hier... Ha. Okay, warte mal, das sind Gegner? Schauen wir, ob wir hier zu den Gegnern kommen. Das sieht so aus, okay. Das sieht einigermaßen korrekt aus, was ich hier tue. Okay, ich wollte dich eigentlich nicht runterschmeißen, aber es ist jetzt passiert. Also man muss manchmal ein bisschen um die Ecke denken und ja, das Ganze von allen verschiedenen Seiten angehen. Oh Gott. Okay, wir können hier mit Sturmwind drüber. Ich weiß nicht, ob wir... Lohnt sich das? Ich sehe da nichts. So, kramen wir uns das Item und dann gehen wir weiter, denke ich mal. Beziehungsweise... Okay, aufgepasst. Da ist noch ein Funkelchen. Orakelblasen. Und ein Item, das komplett irrelevant ist. Tja. Aber hey, wir haben das gefunden, was wir gesucht haben. Das ist ja schon mal was. Von dem her, ich denke mal, wir machen an dieser Stelle einen Break. Und dann schauen wir in der nächsten Episode hier, wie es weitergeht. Dann geht's hier weiter. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.